ist die große Losung, Freiheit oder Tod. Blau oder Rot, die Fußballfreunde scharen sich in perfekter Fanausstattung ums Vereinsbanner. Für die Berliner Schlachtenbummler heißt die Parole Eiserne Union. Ihr erster FC hat Tradition und er ist keine Sportorganisation eines volkseigenen Großbetriebes oder, wie der Berliner FC Dynamo, des Innenministeriums. Darf ich euch mal fragen, ihr seid für die Union? Ja. Ja? Warum seid ihr für die Union? Meinen Sie, hier zum Gegenstück gegen BFC, ja? Ja? Ja, ganz einfach. Union fetzt irgendwie mehr, die Fans und so. Ja. Und irgendwie die ganze Spielanlage. Mir gefällt die ganze Atmosphäre so, ja, was immer so auf den Rängen so herrscht, war. Ja. Deswegen bleib ich auch dabei. Aber ihr könntet ja auch für Dynamo sein. Dynamo? Nee. Könnten wir, sind wir auch nicht. Ja, warum nicht? Ja, aber. Warum nicht? Logisch. Ist eben so, wie ein Berliner, war. Ja. Ja, dann könntest du auch für Dynamo sein. Ach nee, die lügen wir nicht. Nee? Nee, also wirklich nicht. Ach na ja, da gibt's viele Seiten, war. Mhm. Ach, möchte ich jetzt nicht sagen. Ja. Warum seid ihr nicht für einen anderen Verein? Also Dynamo. Für Hertha, so? Für nee? Hertha. Na, Dynamo. Ach, Dynamo. Was? BFC hier? Ja? Ach, so scheiße. Nee? Warum nicht? BFC, ja. Was? Die Spinner, die werden alle gefördert, die ganzen. Die werden alle gefördert. Ja? Bei Union, die besten Spieler. Hier zu viel Bullen sind. Die besten Spieler. Frankfurt und Jena alle gefordert. Und Union. Also BFC. Also BFC ist eine Schweinerei hier. Union. Schweinerei ist es. Weil Union kein Geld hat. Und BFC. Halleluja. Halleluja. Zu viel Bullen bei Dynamo. Halleluja. FCU. Die ordnenden Staatsorgane, massiert und unübersehbar präsent, üben sich in betonter Zurückhaltung. In eigener Regie trägt der Verein Sorge dafür, dass die Begeisterung nicht überschwappt. Schnapssperre vor dem Stadion. Die Fußballarena in der DDR. Für die Masse der jugendlichen Fans steckt da offensichtlich mehr drin als nur der Sport. Vielleicht, weil man hier nicht nur für eine Mannschaft ist. Weil hier nicht nur pro, sondern ohne jede Hemmung auch contra geschrien wird. So ist denn, weil man hier ausflippen kann, der Spaß nur wenig getrübt, auch wenn, wie am letzten Samstag, der FC Magdeburg mit 0:4 Toren die Eiserne Union vom eigenen Platz schickt. Ja, darf ich euch mal fragen, ist nicht so gut gelaufen heute mit der Scheiße, ja? Ja? Nicht besonders. Ja? Und wie kommt das? Was meint ihr? Aus dem Nähe oder was? Ja. Abbasching hat kommen, dann nehmen wir unten. Habt ihr denn sonst noch so andere Hobbys, denen ihr nachgeht, Interessen? Ach, naja, viel ist ja nicht los, ja, aber. Musik? Ihr seid doch sicher in der FDJ, macht ihr da nicht was? Naja, das ist voll organisiert, aber Karten und so Veranstaltungen und so, ja, aber sonst. Was macht ihr denn so an politischen Aktivitäten, meine ich? Du bist sicher in der FDJ und seid ihr da nicht aktiv irgendwie politisch aus? Ja, doch, als Politiker eben. AG Prop. Gibt es da irgendwas, was ihr macht, so eine Aktivität? Nö. Aktivität nicht. Nein. Nö. Nö, auch so für Politik interessiert man nicht so. Ja. Nö, ich denke ohne. Seid ihr in der FDJ? Nee, ich nicht. Ja? Ich ja. Ja? Und du? Nein. Und hier? Ja, noch? Ja? Und hier drinnen, ne? Ich bin freiwillig ausgetreten. Wir haben unsere Arbeit und Union, das reicht. Das reicht. Ja, mehr können wir nicht machen hier.